Pestwetter. Hat wieder zu regnen angefangen. Heftig, aber es regnet. Danke. Haben Sie die Liste bekommen? Jawohl, Herr General. General Schlieben von der 709. Division ist bereits zu den Kriegsspielen unterwegs. Danke. Der Kommandeur von der 243. ist um 18 Uhr nach Rennes abgefahren. Wer noch? Zimmermann von der 352. alles in allem 12. Ja, ich weiß. Weil das Wetter schlecht ist, glauben die Herren, sich einen angenehmen Abend in Rennes erlauben zu können. Das gefällt mir nicht. Was? Na, die ganze Sache, dass so viele Kommandeure zur gleichen Zeit abwesend sind. Ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir nicht. Herr General, der Termin für das Kriegsspiel ist doch bereits vor einer Woche angesetzt worden. Ja, für morgen. Nicht für heute Nacht. Unterrichten Sie alle Kommandeure, die noch nicht nach Rennes weg sind, dass sie ihre Abreise bis morgen früh zu verschieben haben. Jawohl, Herr General. Ja? Darf ich Herrn General darauf aufmerksam machen, dass die Alliierten immer nur unter hervorragenden Wetterbedingungen gelandet sind? Nordafrika, Sizilien, Italien. Und immer im Morgengrauen. Ja, das habe ich verstanden. Und wann wird der Feldmarschall zurückkommen? Ach so, naja. Einen Moment mal. Die Radarmeldung. Hören Sie, es werden außerdem starke Radarstörungen gemeldet. Die meisten unserer Abhörgeräte sind blockiert. Ja, ich weiß, dass das früher schon einige Male der Fall war, aber noch niemals in einem solchen Umfange. Und das... OB West anrufen? Gut. Übermitteln Sie dem Feldmarschall meine gehorsamsten Grüße, wenn er zurückkommt. Gute Nacht. Was? Puppen? Gummipuppen? Ja, ich stimme vollkommen mit Ihnen überein, Herr General. Das ist ganz meine Meinung. Jawohl, ich rufe zurück. Wo bleibt mein Gespräch mit von Rundstedt? Sie sind bis jetzt nicht durchgekommen, Herr General. Die Verbindung scheint unterbrochen zu sein. Oberst Hellenbach versucht auf einer anderen Leitung. Marx hat recht. Sie würden keine Puppen abwerfen, wenn Sie uns damit nicht von irgendetwas anderem ablenken wollten. Aber bei diesem Wetter, Herr General... Bei jedem Wetter! Ich muss unter allen Umständen Verbindung mit OB West haben. Aufgrund der letzten Meldungen, die hier vorliegen, sehe ich die Sache so. Es sind amerikanische Fallschirmtruppen gelandet. Und zwar... Hier. Britische Fallschirmtruppen. Hier. Die Invasion. Hier. Wo bleibt denn die Luftwaffe? Die Luftwaffe! Ich versuche es, Herr General. Na ja, Sie versuchen es. Britische Einheiten haben hier einen Brückenkopf gebildet. Sie bewegen sich landeinwärts. Amerikanische Truppen sind hier gelandet. Sie halten St. Mary Glees und haben die Zufahrtsstraße abgeriegelt. Unsere Streitkräfte beherrschen hier diesen Mittelabschnitt. Die Amerikaner sind zwar gelandet, aber ihr Angriff ist stecken geblieben. Rommel hat recht. Wenn es uns gelingt, sie an der Küste festzunageln, bricht die Invasion zusammen. Nein, nein! Wir müssen umgruppieren nach Plan 6. Hallo? 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 Hören Sie noch? Ja, ich sagte, wir müssen umgruppieren nach Plan 6. Nein, Unsinn! Wenn unsere Panzer rechtzeitig eintreffen, können wir sie immer noch einsetzen. Ein Wagen soll kommen. Wir fahren an die Küste. Sollen wir Sicherheitsmaßnahmen treffen? Die Geheimakten verlassen. Machen Sie, was Sie wollen. Ich möchte nach vorne an die Front und zwar sofort in die Normandie! Ja, genau.